Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wie ihr, ich hoffe langsam, dass das das letzte Mal ist, dass ihr diese schöne Ansicht als Start habt, weil wir möchten ja weitermachen und hier weiterkommen. So, also den Bereich habe ich jetzt schon mal gemacht. Decke ist soweit drin, bis auf jeden Fall bis hierhin. Ich habe das Gebäude schon mal soweit für mich gedacht, wie es weitergeht. Das heißt, das ist jetzt komplett gespiegelt, geht bis hierhin. Das heißt, das da kann irgendwann alles weg. Dann haben wir hier hinten dann einen, werden wir dann da hinten noch einen schönen Raum kriegen. Der ist 2,5 breit und wird halt über die komplette Länge lang. Und das wird halt dann unser Bereich sein, wo wir das ganze Zeug aufheben, das wir benötigen. Das erste, was ich jetzt erstmal mache, ist, ich werde meine Rüstung ablegen. Total toll, dass ich das genau jetzt in diese Kiste packe, wo auch die andere Rüstung drin ist, aber ist mir jetzt egal. So, mach ich und hau den weg. Hau den weg und hau das weg. So, dann habe ich mir schon ein bisschen was überlegt, und zwar der Lift hier, den ich schon mal gesetzt habe, der kommt da weg. Der ist da leider an der falschen Position. Er kommt hier hin. So, jetzt muss ich hoffen, dass ich ihn kriege. Danke. Und das Dach habe ich auch. So, okay. Hat schon mal einen Sinn und Zweck. Ja, warum mache ich das jetzt so? So, das heißt, die zwei kommen jetzt auch weg, denn hier tritt es das in Kraft, was ich gerne hätte. Und zwar, ich möchte, dass das als Decke durchgeht. Ich bin jetzt noch nicht sicher, ob ich es komplett so mache oder ob ich noch eine Verglasung drumherum mache, würde noch mal einen tiefer gehen und ich könnte mir eine Decke aussuchen, die ich gerade hätte. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. So. Beleuchtung haben wir dann von oben. Wie gesagt, Glas drunter. Und gut ist. Okay. So, warum habe ich das jetzt vor allem so gemacht? Ganz einfach, weil ich brauche als nächstes meinen Redstone-Block. Und diesen Redstone-Block setze ich hier hin. Setze meinen Armor-Stand, genau, wieder drauf. Und ziehe mein Männchen aus. So, dann heißt es jetzt, ich muss mal schnell in dem Bereich laufen, wo meine Schilder sind. Oh, ich habe noch ein paar Schilder einstecken. Sehr schön. Und dann heißt es jetzt, hier kommt ein Schild hin und da heißt es dann Drag Stopien. So, und dann hier kommt dann sozusagen das nächste Ding hin, da steht jetzt dann Prophet drauf. Der hat nämlich schon einen, das heißt, der wird als nächstes umziehen. Und dann kommt hier noch einer hin, der heißt Sebo. Und der dritte, der dann hier hinkommt, der vierte, der wird dann erstmal sozusagen frei sein. Also sozusagen Besucher. Glock. Leute, wir haben aber da witzige Sachen gemacht. So, ja, das heißt, ich kann jetzt meine Sachen wieder mitnehmen und wieder anziehen. Und ich habe jetzt hier meine jeweiligen Kameraden. Kann ich den Stand eigentlich sogar vielleicht aufheben? Weiß ich nicht, habe ich nicht probiert. Probier mal. Ja, kann man. Gut, dass ich das vorher nicht probiert habe. Hätte ja auch funktionieren können.
Nee, ist egal. Ja, aber okay, es hat ein Inventar, darum. Bin ich gerade auf die Idee gekommen, dass das funktionieren könnte. So, das heißt, wir laufen jetzt hier entlang, stellen den hin und stellen dich drauf. So, Prophet. Meiner, Prophet seiner. Alles gut. So, genau. Dann, wie gesagt, momentan hoch. Und ihr seht schon so einigermaßen, wie das Gebäude dann oben noch ausschaut. Also das heißt, ich habe hier oben dann meinen Crafting-Bereich und habe das so schon mal hier so halb gefühlt, wie ich es mir vorstellen könnte. Und das wäre dann so. Und ich sehe gerade, der ist doch auf der anderen Seite. Ist egal. So, genau. Weil das juckt uns noch gar nicht. Das juckt uns null die Bohne. Ja, da kann ich auf jeden Fall vielleicht noch mit einem Block hantieren. Vielleicht kann ich dann auf der anderen Seite, ich weiß es nicht, wenn ich das dann abgeschnittenes Glas hin machen könnte, wäre das cool. Weil sonst wären es dann nochmal zwei. Sonst wäre ich hier. Ich weiß noch nicht. Aber beim Gang wäre es wurscht. Vielleicht. Vielleicht. So, wir haben auf jeden Fall hier unseren Eingang. Und ja, weil mal wieder der nette Hammer gemeint hat, ich stehe so da, mach mal die Wand weg. Mach das hier nicht so weg, sondern so weg. War klar. Haben wir gebraucht. Hab mir natürlich aufgeregt. Kennt man ja nicht anders. So, aber. Ich habe jetzt dann hier einen Platz und das machen wir auch gleich weg und das machen wir auch gleich weg. Ich habe jetzt das nicht einstecken, dass ich wieder hochkomme. Weg und Worktable. So, genau, weil. Warum mache ich das gerade? Ist ganz einfach. Ich habe mir das überlegt, dass ich ja meistens die Sachen benötige in den jeweiligen Räumen. Also wird das auch so aufgebaut, dass ich halt hier dann meine Sachen drin habe, die ich eigentlich momentan hier drin habe. Das heißt, da kommt auf jeden Fall ein Screwdriver rein, es kommt ein Wrench rein und es kommt alles Mögliche rein, um das Rezept in HV zu machen. Weil das ist der HV-Bereich. So, du kommst weg, dich braucht keiner. Weil das soll ja dann die Oberbeleuchtung hin. Das heißt, es fängt schon da an. Jetzt muss ich schnell noch mal aufs Dach. Zwei, vier. Ja, vier. Zwei. Vier. So, dann brauche ich das. Dann brauche ich das. Aber wie gesagt, kann ich auch so lassen. Schaut eigentlich auch nicht schlecht aus. Auf jeden Fall Beleuchtung habe ich. Braucht da nicht mehr hin. So, aber die Schildchen habe ich ja noch da. Gib mir mal das Schild. Und dieses Schild heißt es dann HV-Bereich. Dann kommt noch da. Ja, genau. AV-Bereich. Dann. Danke. So, und dasselbe Spiel machen wir auch hier. Und das ist dann EV. Bereich. Danke. So, dann haben wir ja schon mal alles soweit hier stehen.
Und was schön ist, ist jetzt, dieser Table ist leer. Den kann ich schon mal abreißen. Und der kommt auch schon mal da rein. Und du bist fast leer. Okay, ich merke gerade. Ach so, nee. Ich wollte gerade sagen, Bett. Aber nein, der hat einfach nur die Kiste angeguckt. So, dann heißt es jetzt für mich, ich brauche jetzt auf jeden Fall hier meine Steine. Und baue nach oben. Brauche hier meine Steine und baue nach oben. Und habe dann hier meine Tür. So, ich habe jetzt schon mal hier auf jeden Fall für die Oak Drawers 64 Stück. Das heißt, ich werde noch ein Holzlab werde ich noch hoffentlich finden. Weiß noch lange nicht, dass ich ihn finde. Jawohl, habe ich. Das heißt, ich mache da mal ein Stack draus, dann ist das Zeug weg. Da kann ich den nämlich auch abreißen. Dann haben wir schon mal einen Durchgang. Klack. So vernichtet man mal schnell ein paar Stacks an Kisten. So, da ist momentan Carpenters drin, kann weg. Da sind Half-Slabs drin, kann auch weg. Oh, und wir möchten ja, dass eigentlich die Kiste hier nicht mehr nervt. Jetzt muss ich nur gerade gucken. HV-Bereich. Ja. Das heißt, die werde jetzt erstmal hier nerven. Ist mir egal. Wenn ich einen Durchbruch mache, dann wird es interessant. So, das heißt, ich habe jetzt dann hier meine Fäden und mein Leder. Das heißt, das ist eigentlich Loot. Das kommt hier rein. Weil das ist auch noch was ich auf jeden Fall so planen muss. Das muss auf jeden Fall mal weg, weil das ist falsch. Und denn hier brauche ich dich. Und da kann ich nämlich jetzt hingehen und ich sage mal, Eisen klingt ganz gut. Dann basteln wir uns da mal einen Anzug hin. Ja, das ist Ruby. Nee. Nimm als sicherheitshalber 9. Wäre ja nicht böse, wenn es 2 wären. Ja, wir brauchen ja den Käse öfters. Auf jeden Fall wird es halt alles wichtig, weil, wie gesagt, ins Sägewerk oder in die, wie es ich mittlerweile für mich benenne, in die Holzverarbeitungsanlage. Das soll dann wegen noch teilweise altmodisch ausschauen, aber so betitel ich es jetzt einfach mal, kommt alles rein, was mit Holz zu tun hat. Das heißt, es wird die Holzplatten dort gepresst. Es wird Holzspäne sozusagen hergestellt, was für mich nichts anderes ist, als diese Holzdust. Es werden Bretter gesägt, und zwar normale und halbe. Es wird ja, und alles, was halt mit Holz zu tun hat, wird dort produziert und gemacht. Das heißt, so muss ich ja dann auch das Gebäude aufbauen. Ja. So, dann habe ich hier schon mal einen Airfilter. Haben wir noch nicht gemacht. Machen wir gleich. Das ist Carbonplatten, Carbondust und Carbonplatte. Weil damit können wir dann uns Scrubber bauen. Die werden dann nämlich wichtig werden für die Bereiche, wo es, ja, schmutzig wird. So, dann habe ich hier noch mein Rezept drin für Epic Bacon. Das kann ich auch rausnehmen, oder das muss ich rausnehmen. Der ist leer, der kann weg. Du bist auch leer, du kannst auch weg. Dann habe ich hier noch Hardened Walls.
Dann meine noch so viele, wie es geht. Dann habe ich hier Blöcke, die ich aufräumen muss. Kabel mal auch da rein. Sand und Gravel auch rein. Sand, Gravel, danke. Und weg. So, dann haben wir hier einen drin. Ja, das ist eine gute Frage. Ich hoffe, dass da nicht zu viel rausgeklaut wurde. Ich habe gemeint, ich hatte noch 11 V-Maschinenhals übrig. Also schon mal hier nicht. Natürlich Bombe, wenn ich keine mehr hätte. Das heißt, die haben mir schon alle verballert. Das ist doch total toll. Dann heißt es jetzt gleich für mich. Ich räume das mal weg. So, dann heißt es jetzt. Ich habe auf jeden Fall. Brauche ich aus. Aus der Kiste Kabel. Und aus dem da noch Poly. Und dieses Blue Alloy Kabel kann ich aufräumen. Und vor lauter Freude machen wir noch ein Goldkabel. Kommst du mal switcht. Aus. Holen. Nochmal holen. So, und jetzt müssen wir mal gucken. So, ich vermute, dass das ein Scrubber-Rezept werden soll. Na, hervorragend. Das war natürlich jetzt so total geplant. Pollution Scrubber. Wir geben mal ein Pollution. Pollution. Nee. Ein Pollution Scrubber war es nicht. Ich habe total vergessen, wie das, wie der Käse heißt. Und ich weiß auch nicht mehr, ob es da noch ein Rezept gibt. Muffler Hatch, also ich weiß auf jeden Fall, dass Muffler Hatch hat auch was mit Pollution zu tun. Wird auch wichtig für die Großen, die müssen wir auf jeden Fall ein HV machen. Pollution Scrubber, ULV, LV. Aha. Da habe ich keine Zinnplatten. Achso, die habe ich jetzt einstecken. Ja, klar. Also doch. Dann haben wir jetzt die Dinger gemacht. Die kommen dahin. Und den Motor, den habe ich noch da. Der kommt dahin. Upgraded Pollution Scrubber. Hervorragend. Haben wir auch. Auch erledigt. Kann auch weg. Ich habe ja gesagt, momentan wird da einiges durchgewurschtelt. So, dann haben wir hier Vanadium Steel Turbine Blades. Genau, das ist Double Vanadium Steel Platten. Vanadium Steel Schrauben. Und hast du nicht gesehen? Das sind, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, das beste Mögliche. Und daraus brauchen wir dann einen im Assembler mit einem jeweiligen Rod. Ich weiß jetzt nicht, ob er den auch schon vorbereitet hat.
dann einen Rotor. Mit diesem Rotor kann man dann sozusagen den Pollution Scrubber anschalten. Wie gesagt, der wird dann auch mit integriert drüben in die Erzverarbeitung. Ich habe nur keine Ahnung, ob es da eine Range gibt und wenn ja, wie weit das die geht. Das weiß ich nicht. Das bin ich auch zu blöd zu beziffern. Oder betrifft es den Junk oder betrifft es mehrere Junks? I don't, keine Ahnung. Vielleicht finden wir das irgendwann mal. So, dann hätte ich gesagt, ich habe jetzt noch bekommen eine Feile und einen Screwdriver. Der kann weg. So, bevor ich jetzt noch 10 Jahre lang das Kabel mit mir rumtrage, nehme ich es jetzt mal. Warum habe ich jetzt nur ein Vierfaches gemacht? Das waren die bestimmt, die, wo sich das letzte Mal gefragt haben. Ganz einfach. Das Ding ist doppelt. Das ist ja leider, so ein Kabel vermisse ich leider schon auf EV. Aber vielleicht finde ich da was anderes. Wenn ich natürlich eins habe, wo nur ein EU pro Meter verliert, oder zwei, und ich habe dann vier, wäre es mir egal. So, aber auf jeden Fall, wir verlegen das schon mal hier entlang. Dass wir jetzt schon mal hier dann den Bereich haben. Ein Strom. Und was macht der Onkel da? Das weiß er selber nicht. Er verlegt falsch das Kabel. Weil so billig ist, kann man ja 1000 Stück machen von. So, aber ich kann dich auf jeden Fall auch gleich mal anschließen. Und ich kann dich auch schon mal anschließen. Der muss ja seine Vorteile haben. So, auf jeden Fall, die zwei Reihen werden schon mal angeschlossen. Da müsste ich sowieso noch die Maschinen wegschlagen, dass ich es machen könnte. Und ich brauche hier noch eine Fackel. Danke. Keine Kreuze. So, ja, dann haben wir jetzt schon mal einen sehr schönen Bereich. Und jetzt muss ich mal schauen. 673.200. Bin mal gespannt, wie oft das ich jetzt laufe. Könnt mal gucken, ob meine anderen Zellen, die wo ich mal vor ewigen Zeiten darüber verfrachtet habe, ob die mittlerweile wieder zu gebrauchen sind. Was ich ja auch total schade finde, ist, das kann ich jetzt einfach wegschmeißen, weil ich kann das mit einer, ich könnte das jetzt mit dem Eimer rausholen. Ist egal. Eiskalt, egal. So. Kommst rein. Du kommst jetzt da einfach oben drauf, kann ich mir drauf hüpfen, bis das alles fertig ist. Die gehen nicht kaputt, die brauchen keinen Strom. Im Regen. So, dann habe ich jetzt hier meinen Quarried Stone, der kommt auch in die Kiste. Dann habe ich dieses Ding auch. Der ist auch leer. Das heißt, ab die Dolly. So, und da ist dann das Rüstungszeug drin. Ich brauche den Platz hier. Ich muss hier arbeiten können. So, was haben wir hier drin? Sticks und Half Slabs. Ich glaube, hier werden die Shrimps gemacht. So, kommt auch weg. Du bist leer. Der wird gewesen, derjenige, wo die Aufzüge macht. Das ist momentan auch egal. Was ich jetzt aber machen kann, ist auf jeden Fall schon mal, ich kann da schon mal vier Stück mitnehmen und davon zwei. Aber Gott sei Dank meine Kiste mit den Kisten vorne. Und dann versteht ihr jetzt auch den Aufbau hier, weil ich möchte das gerne haben. So. Nein.
Nämlich so. Dann kommt nämlich die Kiste hin. Und damit man die Kiste nicht mehr aufkriegt, macht man es dahin. Ich wollte mal was probieren. Wenn ich schon was übrig habe zum Testen. Aha! Es funktioniert. Ist das schön? Ist schön. Also ich habe jetzt 2, 4, 6, 8 Stück an einem. Das heißt, hier wird dann nichts hinkommen. Hier werden dann vielleicht Kisten hinkommen. Drawer. Whatever. Irgendwas. Aber auf jeden Fall keine Tables. Die kommen dann dahin. Und auf der anderen Seite, die kann ich jetzt auch holen. Nochmal 2 davon. Und 2 davon. Und bitte 6 davon. Das ist ja total super. Dadurch, dass die Beleuchtung unten ist, reicht es trotzdem aus. Super. Noch besser. Okay. Also, dann kommt das hin. Kiste, Kiste. Drauf, drauf. Und einmal rum, Philippum. Heißt, wir haben jetzt schon mal unseren Crafting-Bereich oben. Der wäre total Wurst, wenn er nass wird. Dann brauchen wir jetzt als nächstes noch den einen Block of Redstone. Das heißt, da wird dann der Anzug vom Sebo Platz finden. Da kommt dann nochmal ein Lift hin. Lift, nochmal ein Redstone-Block, das und das. Nee. Ups, falsch. Alter Block. Richtiger Block. Genau, weil hier sollen ja sozusagen die Kisten hinkommen zum Abtransport. Das heißt, wir könnten. Nein, wir könnten nicht. Wir werden. Wir werden jetzt sozusagen die Abtransportierkiste holen für den Monsterloot und für die Steine. Und das ist wirklich Abtransport. Away, away. Das kann ich nicht, aber das könnte ich abschlagen. Muss ich mal einen Test machen? Geht leider nicht. Aber ich könnte die jetzt zum Beispiel schon mal hier rüberlegen. Hätten wir auch die Bienen. Den kann ich noch holen. Dahin. Dich kann ich auch holen. Und dahin. Wie gesagt, Bienen bleiben nur so lange hier, bis das ist dann Abladen, nicht Abtransport. Beziehungsweise teilweise, bis das Bienenzeug fertig ist. Genau. So. Das ist mir jetzt egal. Aber ich habe ja jetzt dann schön Platz geschaffen. Das heißt, wir können jetzt. Die Wand dicht machen. Ist das nicht schön? Und gleichzeitig den Worktable holen. Und dann ein weiteres Nummernschild. Leider hier drin. Und das Nummernschild heißt jetzt dann minus MV minus und Bereich. Hey. So, dann heißt es jetzt, wir haben, ja, das heißt jetzt, wenn ich den jetzt abklemme, habe ich nichts mehr, aber ich kann den hier abklemmen. Dann habe ich Batterien rumliegen. Nein, habe ich nicht, weil Gott sei Dank hat er alle aufgesammelt. Alles klar, sehr schön, perfekt. Heißt, hier kann ich nämlich das gleich so aufbauen, wie hier drüben, aber richtig und fertig.
Da drin, jawohl. Dann bastel mir mal bitte das da rein. Und das da rein. Dankeschön. Und zu guter Letzt gibt es dann noch ein Huge Cobblestone. Genau. Ja, jetzt kann ich leider nicht die kleinen Kabel nehmen, sondern ich brauche jetzt hier dann bitteschön die Achter. Oder? Moment. 1, 2, 3, 5, 6. Nein, ich brauche nur 7. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist doch schon mal toll. Ist schon mal angeschlossen. Und die könnten sogar laufen. Jetzt muss ich nur dran denken, wie ich es aufbaue. Weil ich habe mir gesagt, der Aufbau sollte bitte immer gleich sein. Und der LV-Bereich ist der Bereich, der uns vorgibt, wie es aufgebaut werden muss. Also ein Chemical Reactor, beziehungsweise ein Basic Fluid Solidifier. Schauen wir mal, ob wir den haben. Den habe ich. Ich habe jetzt nur das Problem. Ich brauche noch eine Maschine, weil ich jetzt auch noch MV mitdenken muss. Ein Basic Fluid Solidifier kann das ja machen, was ich... also ich kann im Chemical Reactor ja den Rubber herstellen. Ich kann aber auch Rubber in die Assembling-Maschine rein pressen für die Kabel. Und bei dem ist es der Advanced Fluid Solidifier. Ja, macht es auch. Advanced Fluid Extractor, ist klar. Und dann gehen wir hier in den Assembler. Mein Problem ist nur, ich habe da drüben keine Cutting-Maschinen stehen, sondern ich habe da hinten dran eine Maschine stehen, die Circuit Assembling-Maschinen macht. Das heißt, ich muss da anders denken. Wir wissen ja, wir haben ja nicht umsonst da hinten ein bisschen Platz gelassen. Das heißt, wenn ich jetzt das Chemical Reactor hierhin mache, dass er das umarbeiten kann. So. Was auch immer. Also eigentlich zu Rubber. Muss ich mir mal da drüben hinschauen. Ich glaube, ich habe da drüben nämlich auch einen Chemical Reactor und ich glaube, da hängt Wasser dran. Nein, das ist ein Chemical Bath. Ja, ich habe einen Chemical Reactor auch hier. Klar, aber das ist eine Linie, die ja hier sozusagen noch so lange da ist, bis ich den Bereich aufgebaut habe, dass der woanders hinkommt. Weil das ja dann sozusagen also das kommt in den Chemiebereich rein. Sozusagen in den Mittelbereich, wo dann sonstige Sachen hergestellt werden. Aber ich brauche natürlich noch die... Oh, ja. Ich gehe rein. Also ich habe einen Chemical Reactor. Den könnte ich jetzt hier wegnehmen, aber dann wäre das Ethanol weg. Und den Aufbau brauche ich ja auch auf jeden Fall drüben. Will ich jetzt gleich einen Chemical Reactor bauen, aber ich brauche schon mal keinen Wasseranschluss. Das ist schon mal das, was mich viel mehr interessiert hat. Also, wie gesagt, der Fluid Solidifier ist ja das wenigste Problem, weil der Fluid Solidifier kann... Ich habe gerade eine Idee. Weiß noch nicht, ob die intelligent ist.
Ja, nein, der Chemical Reactor, machen wir das ganz einfach, machen wir einfach die Möglichkeit, genau, wir machen die Möglichkeit in MV nicht. Das heißt, der Chemical Reactor, wo er den Rubber herstellt, ja doch, ich muss die Möglichkeit geben, dass der das abgibt. Also das heißt, Chemical Reactor gibt in den Fluid Solidifier rein. Das wäre die eine Möglichkeit. Aber der Chemical Reactor ist halt auch die andere Möglichkeit, dass ich Zulauf brauche. Oh Mann. Bin gerade gespannt, wie viel Prozent mich gerade noch verstehen, was ich gerade meine. Also, ich habe jetzt hier einen Chemical Reactor, wo ich sage, okay, in dem Chemical Reactor stelle ich den Rubber her. Ja, also, stelle einfach nur diesen Rubber her. Die andere Idee, die wo ich jetzt gerade habe, ist eigentlich, dass wir den Rubber hier gar nicht mehr herstellen, was er hier auch nichts zu suchen hat. Und so werden wir es auch machen. Sondern den Rubber, den werde ich dann nur noch in der Chemiefabrik herstellen. Gute Idee. Werden wir so tun. Das heißt, der Chemical Reactor ist somit vom Tisch. Bis der halt hinten steht. Wie gesagt, ich kann mir einen Probeaufbau irgendwo machen, wenn ich noch Kabel brauche, bis das soweit ist. Ich kann natürlich den auch irgendwann in die Kabelfabrik stellen, dass ich sage, okay, für die Ummantelung, das ist schon mal in der Fabrik mit drin. Ich muss das jetzt dann nicht von A nach B transportieren. Aber ich brauche auf jeden Fall diesen Aufbau, was ich hier drüben habe. Und das ist wichtig. So, das heißt, ich brauche jetzt als allererstes den Fluid Solidifier. Und das Wichtige ist erstmal, ich muss das Zeug hier rausnehmen und da oben reinschmeißen. Dann heißt es Goodbye Machine. So, und dann als nächstes brauche ich den Fluid Extractor. Auch Goodbye Machine. Denn er kommt hier hin. Solidifier kommt hier hin. Das heißt, ich kann jetzt hier was reinschmeißen und kann dann hier sagen, so mein Bu, du machst jetzt mir whatever. Das heißt, du kommst dahin. Du hast höchstens obendrauf eine Maschine oder ganz langsam. Erst die großen, dann die kleinen Buchstaben. Da kommt höchstens oben drauf entweder ein Trichter oder ein Konvoiermodul mit Kiste. Dass ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich möchte Sand einfüllen, weil ich jetzt Sand herstellen will. Ist gut. Kann dann mit dem Wrench den umstellen. Das heißt, hier wird auch irgendwo dann ein Wrench mit gebunkert. Über so ein Teil da. Oder auch angeklebt. Müssen wir gucken. Bin ich mir zu blöd, eigentlich die Tasten zu merken, müsste ich ein Schild hinstellen. Anheften, so. Auch nicht schlecht. Okay, dann hätte ich gesagt, dann haben wir schon mal den Bereich, das fertig. Und dann heißt es jetzt für mich natürlich, klar, ich brauche hier einen Bereich. Wo ich jetzt sage, da kommt der Advanced Assembler hin. Da kann dann irgendwann weg. Aber da kommt auf jeden Fall eine Fackel hin. So, das heißt, ich habe jetzt schon mal drei Maschinchen, die befeuert werden. Ich habe jetzt nur. Scheiße. Der Fluid Extractor hat eigentlich drei Seiten, wo ich brauche. Weil der Fluid Extractor hier
in der Maschine sozusagen die Basic Assembling Maschine bedient oder den Circuit Assembler, den ich ja in MVO noch nicht habe. Ja, aber es geht nicht anders. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich, ja, wie gesagt, reinfüllen habe ich nichts. Ich habe rausfüllen. Ob ich dann hinten dran einfach eine Pipe mache, die in die nächste Maschine reingeht. Wenn ihr versteht, was ich meine. Anderes Problem ist, wenn ich jetzt den Assembler so mache und ich muss da was reinfüllen, was ich bräuchte. Wie zum Beispiel Redstone. Nee, Redstone kann ich ja über den da einfüllen. Warum habe ich da oben drauf einen? Weiß es nicht mehr. Robber, komm her. Aber die Pumpe da weg. Und es ist Gott sei Dank Nacht und es regnet schon wieder. Also ich glaube, seit ich jetzt meine Aufnahmen mache, regnet es gerade zum 8. oder 9. Mal. Ungelogen. Wahnsinn. Es ist nicht so, dass ich mich nicht hinlege zum Schlafen, sondern ich lege mich auch hin zum Schlafen. Also müsste ich jetzt eigentlich hier einen Circuit Assembler hinstellen. Jetzt habe ich noch eine andere Philosophie. Sekunde. Ich muss in den anderen Raum gucken. Wenn ich jetzt hier aber hingehe und ich sage, ich habe den Fluid Solidifier. Also den da. Fluid Solidifier packe ich hier hin. Und der Fluid Solidifier kann ausgeben nach hier und nach hinten. Könnte ich sagen, okay, ich baue hier den Assembler hin, hier den anderen Assembler hin. Also Circuit Assembler und Assembler in diesem Bereich. Hab hier noch einen Chemical Reactor und habe hier den Ausfluss. Das klingt viel besser. Das klingt viel, viel besser. Das heißt, der liebe Drag muss mal hingehen und Sachen, die im Weg stehen, aus dem Weg räumen. Würde er noch ein paar Mal machen und immer weiter nach hinten. Je weiter das mal kommt. Und irgendwann ist es dann komplett weg, weil es dann in der Erzverarbeitung beziehungsweise. Ne, ich gehe gleich hinter und hole mir meine frischen Dosen aus dem Automaten. Zack. Voll. Passt. Also, das heißt jetzt für mich, ich brauche aber nochmal einen kleinen Bereich. Das heißt, ich brauche Aluminium und Platten. Ich muss nach draußen, weil ich Kupferkabel brauche. Da rein. Ausgeschalten. Und ich brauche noch zweimal Plastik. Hoffe, dass ich das gerade richtig gerade im Kopf habe. So, als erstes kommt das rein. Zweites kommt das rein. So, wie viel Kupfer habe ich noch? Muss gerade hoffen, dass es reicht. Ja, reicht. Dann kommst du hin. Zack, zack. Dann kommst du dahin. Habe ich hier vielleicht eventuell zufälligerweise eine Kiste drin? Nö. Okay.
nach vorne jumpen. So, Medium Voltage Battery Buffer 16. Perfekt. So. Ich muss auf jeden Fall. Ja, nee, ich weiß, wie ich es mache. Erstmal gucken, aber ich habe da eine ganz einfache Vermutung. Nö. Richtig. Das heißt, ich brauche jetzt Unrelated Copper Cable. Wir haben da ein paar Stück übrig. Das machen wir jetzt dasselbe, was wir gerade gemacht haben. 16-fach. Und das da rein. Dann muss ich jetzt gucken. Ist unrelated. Das falle ich in die Wiremill. Wisst jetzt auch, warum das der letzte Raum sein wird, der umzieht. Weil der vordere Raum, ja genau, da vor allem da kann er rein. Weil der vordere Raum erst laufen muss. Also der muss komplett am Strom angeschlossen sein und laufen. Und momentan ist es eher so, dass es passieren wird, dass ich Error hier oder so meinen Strom einspeist als hier. Wobei, weiß ich gar nicht, ob das so einfach ist. Ja, vor allem, ich könnte halt da HV anschließen und könnte dann da eine HV-Leitung rüberlegen und da draus dann runter revidieren zu MV. Das, was eigentlich doch intelligenter wäre. Ja, wird so gemacht. Das Schöne ist, der Lift wird nicht nur nach oben gehen, sondern der muss auch noch nach unten gehen. Schön. Finde ich auch. Okay, dann brauche ich auf jeden Fall jetzt nochmal bitte 18 Redstone. Pack dich mal in den Kompressor. Ich brauche nämlich nochmal Redstone-Blöcke. Und mit meinem Glück kann ich jetzt das 16-fache nicht überziehen, oder was? Ach komm schon. Copper Wire. Mich jetzt gerade verarschen? Bestimmt, ne? Tust du mit Absicht. Assembler. 62 Rezepte. Ja, nein, ich will dich nicht verarschen. Ich verarsche mich selber. Das Problem ist jetzt gerade, ich mache mal nur zwei. Ich habe ja da gerade eine Idee eingebildet. Ich weiß noch nicht, ob es funktioniert. Es kann jetzt sein, dass ich jetzt mein Kabel röste. Ich habe hier sozusagen ein Kabel. Und jetzt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Maschinen. Und auf der Seite habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Maschinen. Ich probiere es. Das heißt, ich gehe mit dem Kabel da entlang. Und ich gehe mit dem Kabel da entlang. Da können ja mehr raus. Ne? Also, wie gesagt, es können ja die sieben und die da das machen. Aber der da,
dürfte eigentlich nicht mehr kriegen. Ich hoffe, dass das so funktioniert. Wenn nicht, macht's Puff-Tipaff. Und ich schau doof. Aber das ist mir jetzt der Test wert. Das heißt, ich brauche jetzt auf jeden Fall MV-Batterien. Hab ich. 16 Stück. Oh mein Gott. Die müsste ich jetzt natürlich laden. Das heißt aber, ich habe auch drüben. Ja, das ist schön. Da freut er sich wieder, kann er wieder wegen Benzin verarbeiten. Und Hydrogen verschwenden. So, das heißt, ich schmeiße jetzt die ganzen Batterien einfach mal raus. Hoffe, dass die meinen Rucksack alle auffängt. Weil sonst muss ich 1000 Mal laufen. Was keiner will. So, und du kommst rein und lad mal. Ja, natürlich hat es nicht gereicht. Ja, und ich habe sofort Pollution. Ich freue mich. Danke. So, und ich mache mal aus dir bitte den Boden da. Zwei Batterien muss ich noch wegkriegen. Das heißt, den Dreier tun wir dahin und schreibst du mal dahin. Ja, weil jetzt alle angesprungen sind. Das heißt, Pollution da drin wird auch super. Ich bin noch beim Überlegen, ob ich dann die Scrubber auch einen da reinbaue in jeden Raum. Oder ob einer überhaupt reicht. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt meine Batterien. Die tue ich da jetzt rein. Dann machen wir den ultimativen Test. Ja, wobei den ultimativen Test werde ich nicht machen können, weil von ultimativen Test bräuchte ich genügend Material. Und ich habe noch nicht so viele Maschinen, die wo da auf jeden Fall in die Mitte passen. So, danke. So, dann kann ich die auch noch hier wegräumen. So, und alles, was ich gerade gewaffelt habe, dementsprechend wird sich jetzt ändern. So, und zwar der Fluid Extractor. Das ist die Maschine, die jetzt die wichtige ist. Kommst hier weg und kommst hier hin und kannst somit zu sagen 1, 2, 3, 4 Maschinen bedienen. Der Fluid Solidifier kommt hier hin. Und der Assembler kommt hier hin. Der Circuit Assembler kommt dahin und da kommt der Chemical Reactor hin. Ihr versteht, was ich vorhab? Gut. Bin mir noch nicht gerade sicher, ob das. Nee, das ist schon wieder falsch gedacht. Oder? Chemical Reactor geht zum. Doch, Fluid Solidifier. Stimmt schon. Und der Fluid Extractor geht in den Assembler und in den. Die Assembling-Maschine. Ja, passt schon. Alles richtig gedacht. Also das heißt, so war dann der Aufbau. Nicht schlecht. Gut, dann gehen wir mal jetzt weiter gucken. Und ich habe ja nicht umsonst gesagt, ich brauche noch einen Redstone-Block. Ich will da nämlich jetzt mal aufschlagen. Dass ich auch hier durchkomme. Und die Pfefferminz-Sachen und so weiter, wo es momentan noch da rumstehen, die könnte ich ja auch nicht mal auch aufräumen, ne? Dahin. Ich wollte eigentlich ein Museum bauen, aber das, Rüstungsteile, vielleicht kommt das auch noch. Auch noch zusätzlich. So, sehr schön. Das Problem ist nur, ich komme nicht durch, weil steht was im Weg. Hätte ich Gott sei Dank von der anderen Seite nicht aufräumen können, ne? Klar, ist unmöglich, weil hat nur von der Seite Zutritt.
So, mach das mal bitte da rein. Und ich komme jetzt schon mal hier durch und kann jetzt schon mal durchlaufen. Perfekt. So, was habe ich jetzt hier noch? Ich habe jetzt noch einen Electrolyzer. Der Electrolyzer, der interessiert mich eigentlich in der Hinsicht null die Bohne. Er kann halt Oxy herstellen für den Arc Furnace. Das ist die Frage. Ja, okay, ich bräuchte vielleicht einen Zugang von oben. Wenn ich das in einen Tank fülle. Natürlich könnte ich es aber auch so machen, dass ich sage, okay, ich packe das auch in die Mitte. Also ich sage, okay, ich habe jetzt hier meinen Electrolyzer. Der Electrolyzer geht dann nach unten und gibt es ab. Und ich komme mit derselben Pipe wieder nach oben und gibt es zum Beispiel auf die andere Seite oder ich verbinde es nach drüben. Und baue auf der anderen Seite einen Arc Furnace hin. Oder ich sage, ich mache es hier. Bei Arc Furnace braucht er immer Sauerstoff. 10.000 Mal, aber er braucht Sauerstoff. Immer. Und das ist die beste Produktionsstätte für Sauerstoff. Electrolyzer. Ja, dann hätte ich gesagt, dann machen wir das auf jeden Fall. Kommt der Electrolyzer. Ja. Muss ich nochmal nachdenken. Ich habe auf jeden Fall auch die Möglichkeit, dass ich Flüssigkeiten, wie zum Beispiel durch die Verarbeitung, erstelle ich auch Wasser. Oder anderes Zeug. Dann hätte ich gesagt, mache ich das auf jeden Fall so. Und brauche ich dann hinten auch noch einen Anschluss? Das ist jetzt halt die Frage. Der Arc Furnace braucht eventuell einen Zugang oben und könnte dann nach rechts ausgeben. Oder natürlich mit einer Pipe rauf runter. Klar. Aber wenn ich es jetzt dahin mache, ne, habe ich halt hinten noch einen Zugang. Kann auch zum Beispiel sagen, okay, das Wasser, was jetzt da rauskommt, geht nach unten und geht mit in das Pipe-System rein. Wenn wir mal irgendwann zu wenig Wasser haben sollten. Oder ich stelle Hydrogen her. Aber eigentlich kann das Ding auf die andere Seite. Bin ich der Meinung. Gehört eigentlich sozusagen hier hinten hin. Eigentlich gehört das Ding hier hinten hin. Dahin. Dahin. Ah, ich brauche Platz. So, das heißt, ich brauche jetzt noch mal ein Kabel. Die Frage ist, jetzt habe ich jetzt noch genügend unrelated Copper Cable? Nein, habe ich nicht. Aber ich habe nicht umsonst vorhin gesagt, ich brauche Unrelated Copper Cable. Das heißt, ich mache mal schnell Achter. Hau dich rein und mach mal. Weil ich brauche ja das auch drüben. Electrolyse ist eigentlich ein Gerät, das eigentlich sehr häufig läuft. Weil man ja die Erz, weil man ja vielleicht noch ein bisschen Erzgewinnung machen will, was ja eigentlich auch drüben passiert. Das ist jetzt halt auch die Special-Frage. Brauche ich überhaupt noch einen Electrolyzer? Momentan ja, in Zukunft weiß ich nicht. Hervorragend, ne? So, das heißt jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Heißt, ich habe das schon mal so weit schon mal dahergestellt. Das heißt, der Electrolyzer bekommt jetzt hier seinen Platz.
Bin zufrieden. So, was haben wir jetzt dann noch hier rumstehen? Ich habe jetzt hier noch rumstehen den Extruder. Zulauf, Ablauf. Bin ich der Meinung, ja. Und vor allem, was wichtig ist, ich brauche auch eine Kiste, wo ich den ganzen Krempel reinräume. Ja, natürlich habe ich das Glück, dass ich jetzt genau, dass das genau so gefallen ist. Dass ich es nicht kriege. Ist ja nicht nett. So, was haben wir jetzt hier noch? Hier haben wir noch die Sommel. Also Sommel ist auf jeden Fall was, wo ich Zugang brauche. Laser Engraver ist so lala. Aber die Lathe. Die Lathe ist eine Maschine, die ich die läuft sporadisch. Bin ich voll fenstenfest überzeugt. Und wenn nicht, kann ich sie immer noch umbauen. Also das heißt, die Lathe kommt jetzt dann hier hin. Und der Advanced Extruder kommt hier hin. Weil, wie gesagt, ich kann hinten drin was hinmachen, dass er reinläuft. Und obendrauf, dass es rausläuft. So, und was haben wir jetzt noch hier? Advanced Bending Machine. Ja, das ist auf jeden Fall was, was auf die Seite muss. Wo raus und rein kann. Weil, wie gesagt, wenn wir zum Beispiel Obsidianplatten und so ein Käse machen, muss das da rein. So, okay. Dann brauche ich keinen Draw, ich brauche eine Chest. Die Chest packe ich jetzt einfach mal oben drauf, weil ich jetzt hier einfach mal die Circuits reinballe. Und es wird einen Bereich geben, wo ich die Circuits hinmache. Wie viel gibt es jetzt? 24, ne? Also könnte ich mit 6 Drawern die ganzen Circuits abdecken, der wo den Raum braucht. Und dasselbe auf der anderen Seite. Das hört sich gut an, wenn wir so tun. Okay, also, das heißt jetzt, wir haben jetzt soweit schon mal die Maschinen aufgebaut. Wie gesagt, ich hoffe, dass mir nicht das Kabel wegschmort. Aber das Problem ist halt, ich habe jetzt momentan 3 Maschinen dran stehen. Ich bräuchte halt Full House hier. Das heißt, der Test wird erst erfolgen, wenn es dann zu spät ist. Uah, super. Mache ich toll. Und ich habe gerade einen bombastischen Fehler gemacht. Bin mal gespannt, wem es schon aufgefallen ist. Ich sag halt noch, ne? Der muss in die Nebenmaschine rein. Und was mache ich? Richtig. Den Arc Furnace schenkt mir uns mal gedacht. Jetzt ist aber auch gerade. Nee, das gefällt mir gerade gar nicht, weil der Arc Furnace braucht ja wirklich Strom. Muss der weg. Das tut mir leid, aber der Electrolyzer muss da hinten hin. Immer nochmal Gabel. Und das Schöne ist, ich muss jetzt dann mal anfangen, auch den Stromanschluss zu legen. Bis daher. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jawohl, passt. Das heißt für mich, der Arc Furnace kommt hier hin und dahin kommt der Electrolyzer.
Sehr schön. Und Vending Machine haben wir auch. Mache ich jetzt noch, das ist mir jetzt egal. Ich habe jetzt hier noch den Mixer. Der Mixer, ja, das ist jetzt die große Frage. Für was braucht der Mixer die ganze Zeit Wasser? Weil ich bin der Meinung, dass der Mixer, er braucht öfters mal Flüssigkeiten. Was Sulfuric Acid und Nitric Acid? Achso. Gibt eine Mixtur. Ja, aber das interessiert mich nicht. Veg Tofu interessiert mich nicht. Das macht er drüben. Bark zu Mulch interessiert mich auch nicht. Also es geht mir wirklich ja eigentlich nur darum. Milch zu Heavy Cream. Es interessiert mich auch nur da drüben. Sulfuric Acid und Zucker zu Dilutated Sulfuric Acid. Okay. Das ist eigentlich alles uninteressant. Die Farben, das kommt irgendwann in ein separates Gebäude. Das interessiert mich auch nicht. Was mich alles nicht interessiert, ne? Von den 233 Rezepten, tut uns leid, ist gerade 90% Farbe oder so. Kommt mir gerade so vor. Es gibt ja jede Farbe mindestens 4 oder 5 Mal. Komm, zeig mir noch vernünftige Rezepte. Gott sei Dank kann man das auch mit den Mauspfeilen machen, ne? Halt nur ewiges Geklicke, was er vielleicht auch gerade hört. Oder auch nicht. Ah, Teig. Nee, Teig interessiert mich auch nicht. Was mich vielleicht interessiert, ist Clay. Weil ich das aus Small Pile of Clay Dust herstellen könnte. Ich vermute, dass das... Nee. Also ich weiß bei weitem nicht mehr, warum, dass ich Wasseranschluss da drin hatte. Und wie gesagt, und wenn ich es dann brauche, also für mich ist der Mixer... Nee, dann ist der Mixer... Der Mixer ist dann einfach nur schön und kommt rüber in den Bereich... Ein- und Ausgang. Kommst du dahin? Muss passen. Ich habe beim Überlegen, brauche ich da überhaupt? Ich brauche einen Ausgang. Zugangsmaterialien von oben oder von hinten? Wird es schwer geben. Nee, dann kommst du sogar dahin. Und die Lathe wandert doch wieder nach vorne. Bei der Wire Mill ist es auf jeden Fall was, was auf die Seite kommt. Yep. Die Cutting, deswegen habe ich auch gesagt, brauche ich demnächst den Holzfäller habe ich schon, das Sägewerk, weil dann interessiert mich das hier nämlich auch nicht mehr. Dann ist der Cutter, ja okay, doch, zum Sägen von Blöcken und so weiter. Doch, der wird interessant sein. Precision Laser Engraver eventuell auch. So, was haben wir jetzt noch? Wir haben jetzt noch die Zentrifuge hier. Und die Zentrifuge ist auch was, wo ich sagen kann, rein, raus. So lange, wie ich sie noch brauche, auf jeden Fall. Ich könnte ein Arc Furnace auch noch hier hinstellen. Ne? Das wäre halt auch noch was. Nee, ich lasse den da drüben. Weil, wie gesagt, Electrolyzer, die Verarbeitung soll ja drüben irgendwann passieren. Hätte ja schon kommen, dass ich dann irgendwann 3 Stockwerke brauche, weil die Erzverarbeitung das sonst nicht mehr hinkriegt. So, aber ich erstelle gerade mit Schrecken. Wir sind schon bei einer Stunde 10. Hervorragend. Haben wir mal wieder einen neuen Rekord aufgestellt. Aber wir haben schon den ersten Bereich hingestellt, wie die Maschinen ausschauen sollen.
und werden das hoffentlich dann auch testen und haben hoffentlich auch einen guten Bereich gefunden für den Advanced Fluid Extractor. Ich habe nur bei dem Advanced Fluid Extractor ein Problem. Das muss ich jetzt noch loswerden, bevor ich es beim nächsten Mal vergessen habe. Wenn ich natürlich jetzt hier den nach hinten mache, teilen sich hier die zweites. Okay, es ist kein Problem, weil ich wäre immer Soldering reinhau. Muss ich nur halt bedenken. Außer natürlich, ich baue einen Tank rein. Wo ich sage, okay, füllt es nach hinten und der Tank und ich darf halt nicht mehr so reinfüllen, als das in den Tank passt. Ich kann ja einen kleinen Tank reinbauen, den 32er oder ich kann den 64er hinbauen. Das müssen wir uns belegen. Ganz tief und fest. Jawohl. Machen wir beim nächsten Mal. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder sonstiges habt, dann schreibt es mir noch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr möchtet, dass YouTube findet, dass meine Videos mehr besser gefunden werden sollten, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Ansonsten gibt es noch zu sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.